Mein Name ist Ralf Kramatschek, Urbriesener, und ein Bereich für die Gemeinde, wo ich hier arbeite, ist das Museum für Heimatkunde in Briesen. Seit 2004 war es meine Aufgabe, das hier aufzubauen, ja, zu erschaffen. Der Anfang war, dass dieses Haus leer stand. War früher Kindergarten, und ehrenamtlich, damals habe ich angefangen, haben wir das Haus übernommen und haben die 600-Jahr-Feier von Briesen von diesem Haus aus organisiert. Und da war ganz schnell klar, zur Feier 600 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung gehört natürlich auch die Historie. Ist ja eigentlich kein unbedeutender Ort gewesen. Und da stellt man eben fest, ist gar nichts da. Ein schwarzes Loch sozusagen in der märkischen Landschaft. Und war einfach interessant, mal zu wissen, wo kommen wir her und wo stehen wir heute. Und das alles zu dokumentieren, alles zu erforschen, war eben die Aufgabe der letzten fast 20 Jahren. Und da sammelte sich ein Freundeskreis für die Ortschronik Briesen und haben dann historische Dokumente, die es über Briesen gab und gibt, zusammengetragen. Aber es reicht nicht, eine Urkunde aus dem Mittelalter auf dem Tisch zu haben. Die muss erstmal übersetzt und eingeordnet werden. Die schwierigen Sachen waren natürlich Mitstreiter, die Zeit. Es macht unheimlich Zeit, wenn ich hier ein Objekt sehe. Das Objekt wird hergetragen, es muss archiviert werden, es muss geguckt werden, was ist es, wo ist es her, wie ist der Zustand. Es muss restauriert werden, zumindest konserviert werden, und dann muss es ausgestellt werden. Und dazu kommt noch dazu die Dokumentation, die natürlich noch viel mehr Zeit beansprucht. Also die Dokumentation ist eigentlich die eigentliche Aufgabe für so ein Museum. Und wenn man dann so ein Kapitel wie die kompletten Kirchenbücher kopiert, übersetzt, abgeschrieben, das nach 4-5 Jahren intensiver Arbeit und dann die tausende Seiten dann wirklich auch digital da hat, dann ist man einfach stolz und zufrieden und sagt, Mensch, da haben wir wirklich eine tolle Sache gemacht. Ein Mausglück und schon kann man die Familiengeschichte, tja, bis ins Mittelalter fast zurückgehen. Ist schon so eine Art Puzzlespiel, aber wird immer Lücken geben. Also der Stand ist jetzt, dass du die Geschichte eigentlich vom Mittelalter bis heute in einer Chronik zusammenfassen konnten, drucken konnten und die auch von der Bevölkerung sehr gern gekauft wird. Wir sind jetzt kein Museum, die jetzt, keine Ahnung, eine Kanone aus dem 30-jährigen Krieg oder ein Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg im Vorgarten hat. Hier geht es wirklich um die ganz alltäglichen Dinge unserer Vergangenheit, wie die Menschen hier vor Ort gelebt haben. Es sind auch alles Dinge, die hier ausgestellt sind, die tatsächlich riesenbezogen sind. Wir kaufen keine Objekte, dazu fehlt uns auch das Geld. Es sind also alles Spenden oder Leihgaben von den Leuten hier aus unserem Umfeld. Also interessant sind für uns die kleinen Sachen. Also zum Beispiel das älteste Foto, was wir derzeit von Briesener Einwohnern haben, stammt von 1880. Da ist ein kleiner Junge drauf. Daneben hängt ein Bild von 1965, das ist ein alter Tischler. Wenn Schulklassen kommt, heute wird eine SMS geschickt, früher brauchte man einen Fernschreiber, den haben wir hier. Und so können wir ganz konkret auch an den Objekten zeigen, wie früher gearbeitet worden ist. Geht vom Wähltelefon los bis über ein Fotoapparat, wie Fotos entwickelt worden sind und über die ganz normalen Haushaltsgeräte, die man heute nicht mehr verwenden würde. Das ist die Besonderheit für Briesen, dass hier zum Beispiel 1696 der kapitalste Hirsch, der jemals erlegt worden ist, der wurde hier erlegt. Das Denkmal an der Stelle, wo er erlegt worden ist, steht hier in Briesen, oder die Glashütte in Briesen. Ein sehr großer und bekannter Betrieb. Über 250 Glasbläser und Glasschleifer haben hier gearbeitet. Also Briesen hat schon auch historische Substanz. Und die können wir ganz konkret an Bildern, an Objekten, können wir hier erklären und nachvollziehen. Schulklassen, Reisegruppen, Familien oder einfach einzelne Gäste, die sind eigentlich bis jetzt alle sehr begeistert. Davon zeugt unser Gästebuch. Die Leute tragen sich sehr gerne hier ein. Wir sind Teilnehmer schon seit vielen Jahren der Lange Nacht der Museen, wo wir auch die ganze Nacht Führungen machen und Sonderausstellungen, Fotosonderausstellungen. Es gab auch schon Forschungsprojekte von der Oberschule, und wir machen auch mit Kindern Führungen, einfach um auch Kinder an die Geschichte ihres Heimatortes heranzuführen. Mein Wunsch ist, da meine Zeit dann irgendwann demnächst ablaufen wird, all das bedingt, dass ein engagierter Nachfolger gefunden wird,
und die Gemeinde es weiterhin finanziert und für die Öffentlichkeit und für die nächsten Generationen dieses Museum erhält.